Und das Thema wollen wir noch mal vertiefen. Elke Borderas ist bei mir aus dem Investigativteam der Welt. Elke, nun kann man ja sagen, eigentlich erstmal eine gute Sache. Man macht vom RKI eine Studie, um noch mal zu gucken, wie lief das eigentlich mit der Pandemie. Aber daran gibt es nun große Zweifel. Wie genau sieht das aus und hat man eigentlich die Daten? Also wissen wir eigentlich, worüber wir sprechen? Das ist genau der springende Punkt, den du hier erwähnst. Die Daten, also man hat sich sehr, sehr schnell, haben sich alle Forscher über diese Studie gebeugt, weil natürlich alle seit 3 Jahren wissen wollen, was hat das denn jetzt gebracht, was wir da die letzten Jahre da veranstaltet haben. Zumal wir natürlich auch wissen wollen, was lernen wir für die Zukunft daraus. Ne? Was hilft und was hilft nicht? Wie viel ist nötig? Wie viele Eingriffe sind nötig und auch dann gut für die Bevölkerung? Und deshalb haben sich alle sehr schnell darauf gestürzt und haben dann geguckt, was kommt denn jetzt raus? Was können wir jetzt, welche Schlüsse können wir jetzt ziehen? Und dann war die Enttäuschung doch relativ groß. Zum einen, weil die Studie dann sehr forsch behauptet, das habe alles wunderbar gewirkt, die Maßnahmen sind alle toll. Und vor allen Dingen die Verschärfung der Maßnahmen hat dann noch besser gewirkt. Und wenn man dann aber näher nachschaut, wie ist man da zu dem Schluss gekommen? Da sagt das RKI dann, die Daten werden erstmal nicht offengelegt. Also es gibt vor allen Dingen einen Wissenschaftler, hat immer wieder nachgefragt, veröffentlicht doch bitte mal die Quellcodes, also die Programmiersprache sozusagen, mit der ihr dort zu diesen Ergebnissen gekommen seid. Und da hat das RKI zuerst gesagt, ja, machen wir. Wir wissen aber noch nicht genau wann. Und dann hat er nochmal nachgefragt über Wochen bis heute und hat dann überhaupt keine Antwort mehr bekommen. Und es sind 2 Forscherteams, die haben sich diese Daten angeschaut und die bemängeln vor allen Dingen eins. Die sagen, man hätte, um die Maßnahmen tatsächlich beurteilen zu können, hätte man es sich gewünscht, dass man verschiedene Länder oder auch verschiedene Bundesländer miteinander vergleicht. Ne? Wo wurden zu welchem Zeitpunkt... Anders ist das ja auch schlecht zu überprüfen, ehrlich gesagt. Genau. Mhm. Also, und das RKI hat aber eine Methode angewandt, die recht kompliziert und auch nicht so gut nachvollziehbar ist und ist dann auch zu teils absurden, sehr paradoxen Schlüssen gekommen. Zum Beispiel, dass die Maskenpflicht bei Älteren besser gewirkt hat als bei Jüngeren. Oder die Eingriffe am Arbeitsplatz in der älteren Altersklasse nicht so gut gewirkt haben, dafür aber unter Jungen ganz besonders gut. Und das sind so Ergebnisse, zu denen kann man ja kommen, aber da möchte man doch gerne wissen, wie eigentlich. Ja, genau. Aber der Vorwurf, Ecke, der da drüber schwebt, ist ja, dass das politisch vielleicht nicht gewollt war, dass so richtig aufgearbeitet wird. Ja, und da drängt sich doch wirklich stark der Eindruck auf, dass man sich seit 3 Jahren jetzt diesem wissenschaftlichen Diskurs eigentlich entziehen möchte. Und da gab es eine sehr verräterische Szene jetzt in dieser Woche auf dem World Health Summit in Berlin. Der findet jedes Jahr dort statt. Dort sind Lauterbach und Drosten gemeinsam auf einem Podium aufgetreten und haben einen Satz wiederholt oder eine These wiederholt, die sie eigentlich auch schon mehrfach aufgestellt hatten in gemeinsamen Interviews, nämlich, dass es denen zu viele abweichende Meinungen in der Wissenschaft gibt. Also Lauterbach sagte explizit, es sei doch sehr anstrengend, dass alles, was man da sage, dass das immer sofort in Frage gestellt würde. Und es hätte so eine Infopandemie gegeben. Interessanter Blick auf die Wissenschaft auch eigentlich. Ne? Ja, also und Drosten hat das dann noch mal verstärkt und sagt, es gäbe zu viele abweichende Meinungen. Das hat er benutzt, also den Begriff Abweichler. Gäbe es in der Wissenschaft. Und da muss man doch entgegenhalten, dass die Wissenschaft doch tatsächlich gerade vom Diskurs lebt. Das ist ein ganz normaler wissenschaftlicher Prozess. Wenn man zu einer Erkenntnis kommen will, zu der kommt man nur, wenn es eine Diskussion von möglichst vielen Positionen gibt. Und da hat Drosten dann auch noch mal gesagt, also man sollte doch bei der Pandemie ein Mandat in Zukunft erteilen für Wissenschaftler, die da nicht irgendeinen Abschluss haben, sondern man sollte doch genau auswählen, wer in der künftigen Pandemie sich äußern darf und wer nicht. Und da muss man sagen, das ist tatsächlich grob unwissenschaftlich. Das heißt, das ist das Learning für künftige Pandemien. Gut, wir werden das weiter im Blick behalten. Elke, vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Vielen Dank.